Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Episode. 2 Minuten 28. Ja, der Lockdown hat wieder stattgefunden. Und es ist ja jede Menge Zeit, um Gitarrenvideos zu machen. Heute geht es mal um so eine Art Hillbilly Rock'n'Roll. Und zwar sind da immer nur 4 Takte A und 4 Takte E. Und dazu spiele ich im Prinzip was relativ Einfaches. Bei dem A spiele ich immer irgendwas, was sich um die pentatonische Tonleiter, Dur-Tonleiter in A abspielt. Bei dem E spiele ich meistens irgendwas in der pentatonischen Tonleiter in E. Das hier ist zum Beispiel so ein A7. Und durch eine Fingerverrückung zum E wird. Das hier ist mein Lieblingstrick. Da nimmt man dieses geblockte E und tut den Finger hier auf dem 12. Bund auf der D-Seite, dann ist dieser kleine Finger die 7 und die leeren Seiten, die sind einfach auf gut Glück. Dieser hier ist der Bruder davon, das ist im Prinzip ein D7. Was hier oben zu einem A7 wird, davon spiele ich nur die unteren, G und die H-Seite und tue den kleinen Finger hier hin. Das ist dann, was ist denn das? Das ist dann ein Fis, oder? Ne, Quatsch. Das ist ein. Und was ist es? Ja, das ist ein Cis. Ein Cis, was auch immer ist, er ist ein Cis. Das hier zusammen ergibt so eine Art A7-Akkord. Und dann kann man den Mittelfinger mit ein bisschen Glück. Kann man den dann so wegzupfen und dann kann man, indem man diesen kleinen Finger wieder einen hoch macht und hier hingeht mit dem, hat man wieder ein E. Das ist im Moment mein Lieblings-Country-Trick. Dann haben wir hier die ganz normalen. Dann haben wir hier nochmal so ein D, ein E oben. Dann kann man hier pentatonische Dur-Tonleiter hier oben. Und schon kann man sich das dann zusammenbacken. Ja. Die Gitarre ist eine Fender Telecaster. Und ich habe da volles Rohrenkompressor reingedreht. Alles auf, ja, nicht ganz voll, Level auf
12 Uhr und die Kompression auf 3 Uhr. Und schon klingt man wie... Ich lasse mal den Loop laufen. Der Loop ist an und für sich auch ganz simpel. Fängt an mit dem A. E. Jetzt spiele ich Akkorde. Jetzt wieder so ein Boogie-Shuffle. Nochmal ein Boogie-Shuffle. Ja, ich werde jetzt im Laufe der nächsten Wochen, die uns der Lockdown beschert, immer öfters mal so ein Video posten auf verschiedenen Stufen der Gitarrenkunst. Das ist jetzt im Prinzip das Beste, was ich kann. Am zwängigsten. Bis zum nächsten Mal, Leute, und passt gut auf euch auf. Meidet Kontakte und so weiter. Geht in die Natur. Die Natur ist gut für euch und für mich und für alle. Und für die Natur ist auch für die Natur selbst gut.